So, wir haben Freitag, den 21. August. Unser Schiff liegt immer noch in Härnösand und wir warten auf die Nachricht aus Hudsvikswall, ob wir jetzt dort einen Winterplatz bekommen oder nicht. Und haben uns gedacht, da wir jetzt wirklich super, super Wetter haben, wir machen nochmal eine Wanderung. Und wir befinden uns jetzt hier im Jämtgavelns Naturreservat. Keine Menschenseele. Unser Auto steht auf dem Parkplatz, da haben wir heute Nacht geschlafen. Muttersee alleine. Da haben wir mal aus dem Fenster geguckt, ob nicht doch ein Elch vorbeispaziert. Aber es kam keiner. Und jetzt sind wir gewandert und haben eine wunderschöne Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Da sieht man jetzt den Grillplatz. In diese Richtung werden wir dann morgen weiter marschieren. Und jetzt kommt unser Palast ins Bild. Eine niegelnagelneue Übernachtungshütte. Einfach ein Traum. Bisher sind drei Einträge von Leuten, die schon mal hier übernachtet haben. Und jetzt gehen wir da mal rein und gucken mal, was es da drinnen so zu sehen gibt. Lassen wir mal Licht hinein. Okay, das sind zwei Stoffbetten. Komfortabel, komfortabel. Und nein, der Almöhi ist auch da. Der Almöhi auf dieser Alm. Wunderbar. Also, hallo Almöhi. Wie gefällst du denn hier in deiner tollen Hütte? Schön. Also, wie gesagt, nagelneu. Da haben wir uns schon ausgebreitet. Unser Tisch. Total gemütlich. Die Hütte ist zum Verschließen. Das heißt, wir können uns heute Abend wirklich einschließen. Und das ist unser Gemach. Mit Matratze und Kopfkissen alles da. Da werden wir zwar nicht so direkt drauf schlafen, wir legen da eine Plane drunter. Aber ich denke, das wird gemütlich. Und ich denke mir gerade, ist das schön hier. Das kann doch in Kanada nicht anders sein. Das ist unsere Markierung. Da ist jetzt der See. Und wir laufen tatsächlich durch den See. Da ist das Brett. Auf dem muss ich zirkeln, ansonsten bin ich versunken. Und tschüss. Wir sind jetzt immer noch im Nationalpark und müssen, damit unser Weg rundum führt, mit einem Boot über den See paddeln. Das ist unwahrscheinlich witzig. Also wir fahren an das andere Ufer, holen dort ein dort liegendes Boot ab, paddeln zurück, machen das da fest, damit die Nachkommenden auch wieder ein Boot haben. Und dann paddeln wir wieder rüber, legen das an Land und können weitergehen. Und hier sieht es aus wie in Kanada. In Kanada ist keiner da. Und genauso in Schweden, es ist keiner da. Wir haben dieses ganze Land für uns. Und das ist unser Bötchen. Eine komfortable Aluminiumschüssel, wo auch der Hund sich wohlfühlt. Und hier muss man natürlich paddeln, das heißt, es gibt keinen Außenborder. So, wir haben jetzt Aktion Boot. Wir haben jetzt das Boot rübergeholt. Ich habe noch nicht geguckt. Und paddelt er da nur hin? Immer schnell paddeln hier. So ein bisschen drehen. Wie ist er denn? Da ist die Anlegestelle. Da ist er. Gut, ich sitze jetzt in dem einen Boot mit Queenie und dem Gepäck. Und das Boot haben wir gerade von drüben geholt. Das ziehen wir jetzt an Land. Und dann paddeln wir wieder rüber und können weiter wandern gehen.
Und Quinny möchte gerne an Land. Quinny, leg dich hin. So, wir sind auf dem Rückweg zum Auto. Wir haben ein Boot übergesetzt. Dann sind wir prompt erstmal in die verkehrte Richtung gelaufen, weil der Weg nicht ersichtlich war. Und vorhin ist hier schon lange, lange keiner mehr gegangen. Das heißt, wir haben keine Spur, wir haben keinen Trampelpfad. Und so müssen wir uns von Markierung zu Markierung hangeln. Und auch diese sind nur spärlich gesät. Das heißt, wir müssen unzählige Male wieder zurückgehen und irgendwo suchen, wo wohl der Weg sein könnte. Wir sind schon ziemlich kaputt, weil heute geht überhaupt kein Wind. Und es ist richtig warm. Kurze Hosen geht leider nicht, weil wir laufen durch so ein Gestrüpp die ganze Zeit. Und das ist nicht wirklich angenehm auf nackten Beinen.